Hallo und herzlich willkommen zur Traumpfleger Makrowelt. Heute geht es um Kleinbild-Vollformat-Kameras. Hier habe ich eine Lumix S5 Mark II. Aber bei Panasonic gibt es ja auch die S1-Klasse. Aber heute geht es um Objektive und zwar um einen Standard-Zoom. Hier habe ich schon drauf das Panasonic Lumix S 20 bis 60, 3,5 bis 5,6. Panasonic Lumix S 20 bis 60 mm, 3,5 bis 5,6. Das Objektiv, ja, das kriegen Sie solo ab 629 Euro. Oder im Kit, hier im Set mit der S5 Mark II zum Beispiel, für 350 Euro Rundaufpreis. Also im Set, im Kit ist es deutlich günstiger. Dieses Objektiv will ich Ihnen hier etwas näher vorstellen. Wofür können Sie einen Standardzoom benutzen? Ja, für Standardsituationen natürlich, aber wir haben hier 20 mm als Startbrennweite mit f3,5 als Offenblende. Da haben Sie schon einen sehr weiten Weitwinkel, nicht ganz ultra low, das fängt ab 15 und kleiner an, aber normal sind eigentlich für einen Standardzoom fängt das ab 24 mm an, aber wir haben hier 20 mm, das heißt besonders viel Weitwinkel. Das eignet sich draußen zum Beispiel für Landschaftsaufnahmen. Hier hinter mir können Sie eine Landschaft auf Venezuela sehen. Ja, für solche Aufnahmen ist ein 20 mm sehr gut geeignet oder auch für Innenaufnahmen. Hier habe ich auch in Venezuela in einem Hotel mal ein Foto gemacht. Da können Sie also auch sehr weitläufig auf engstem Raum, ja, in Innenräume sehr schön ablichten. Und die 60 mm eignen sich zum Beispiel für Porträts. Wenn Sie hier ein Porträt aufnehmen möchten, sind 60 mm durchaus sehr gut geeignet. Aber das Objektiv hat auch die Besonderheit, dass es einen... ja, Makrofähigkeiten, über Makrofähigkeiten verfügt, denn es hat einen Mindestabbildungsmaßstab von 15 cm über die gesamte Baulänge. Und wenn Sie von der Frontlinse zum Motiv haben Sie so gut 8 bis 10 cm, also Sie können sehr dicht aufrücken und der größtmögliche Abbildungsmaßstab liegt bei 0,43-fach, also fast 1 zu 2, nicht ganz, aber fast 0,43-fach ist der größtmögliche Abbildungsmaßstab hier an diesem Objektiv und das ist klasse. Die Streulichtblende, ja, die kann ich hier also aufsetzen und auch wieder abnehmen. Ich kann sie auch verkehrt rum aufsetzen und kann so jetzt auch noch die Objektivschutzdeckel aufsetzen und das ist hier auch abdrehgesichert. Da muss ich es dearretieren. Die ist also auch im Lieferumfang dabei. Es ist relativ leicht, wiegt 350 Gramm nur. Für ein Kleinbild-Vollformat Standardzoom ist das wirklich sehr wenig. Fasst sich sehr gut an, ist allerdings komplett aus Kunststoff gefertigt. Das heißt, der Innentubus hier ist Kunststoff und auch, auch das Gehäuse hier außen. Wir haben hier hinten allerdings ein Bajonett, was in Metall gefasst ist. Und Frontlinse ist fluorvergütet, also eine Fluorvergütung ist dabei. 67 mm Filteranschluss, die Fluorvergütung, ja, die verhindert oder erleichtert es, wenn da Wassertropfen, Regentropfen drauf fallen sollten, das abwischen. Und wenn das verstauben sollte, ist es auch leichter, den Staub abzuwischen. Also eine Fluorvergütung ist auf der Frontlinse verbaut. 67 mm Filteranschluss, das ist natürlich angenehm, weil da kann ich noch eine Raynox-Nahlinse vorsetzen, um den Abbildungsmaßstab noch weiter auszuweiten. Und es ist 8,5 cm von der Baulänge und hat einen Durchmesser von 7,7 cm.
Ja, und der Tubus fährt aus, wenn ich einzoome. Also bei 60 mm fährt er rund 5 cm aus und fährt dann wieder ein. Er ist aber arretiert automatisch in allen Blendenstufen und in allen Brennweitenstufen. Es geht natürlich auch verkehrt rum. Also der hält durchgehend sicher und der Widerstand hier, den finde ich noch in Ordnung. Hier vorne haben wir den Fokussierring, der läuft sehr rund und sehr geschmeidig. Und selbst am Objektiv haben wir jetzt hier nur einen Schalter, nämlich Autofokus und manueller Fokus. Und ja, damit hat es sich im Prinzip, also das Objektiv bietet 11 Linsen in 9 Gruppen. 2 asphärische Linsen sind verbaut, 3 UD-Linsen sind verbaut, also Ultra-Low Dispersion gegen chromatische Aberration. Und wie das Objektiv abbildet, die Abbildungsleistung, die will ich Ihnen hier auch etwas näher vorstellen. Ja, hier zunächst auf eine Fassade bei 20 mm in der Startbrennweite bei Offenblende im Bildzentrum hier eingezoomt, 100% Ansicht, ja, schön scharf, wie ich finde. Und im Randbereich lässt es dann noch etwas nach. Und das Ganze habe ich auch bei 60 mm durchgeführt, hier im Bildzentrum. 100% Ansicht, schön scharf und im Randbereich lässt es etwas nach, aber nicht so stark wie in der Startbrennweite. Ja, und das Ganze zeige ich hier mal auf unser Testmotiv. Das sind Briefmarkenmotive und da habe ich dann für Messzwecke auch einen Chart zum Ausmessen abgelichtet. Aber hier können Sie an der Briefmarke erkennen, im Bildzentrum bei Offenblende und 20 mm, 100% Ansicht. Ja, sieht sehr gut aus, wie ich finde. Und dann im erweiterten Zentrum lässt die Bildschärfe doch schon deutlich nach. Und im Randbereich, ja, bleibt es bei einer reduzierten Bildschärfe. Die Startbrennweite ist im Randbereich also nicht so sehr stark. Und bei 60 mm Bildzentrum, 100% Ansicht, sieht sehr gut aus. Im erweiterten Zentrum sieht es auch noch recht gut aus. Und im Randbereich lässt es etwas nach, aber nicht so stark wie in der Startbrennweite. Ausgemessen das Ganze hier in Zahlenwerten und in Charts. Insgesamt kommen wir auf 2660 Linien in der Bildhöhe. Das ist ein durchaus guter Wert für einen Standardzoom der mittleren Preisklasse. Ist das durchaus ein sehr fairer Wert, wie ich finde. 2660 Linien im Durchschnitt. Ja, in der Startbrennweite können Sie sehen, im Zentrum sieht es recht gut aus, aber schon im erweiterten Zentrum und im Randbereich lässt es bei der Startbrennweite doch deutlich nach. Also da ist nichts mehr grün. Das geht also in den orangen und rötlichen Bereich schon hinein. In der mittleren Brennweite und in der Endbrennweite sieht es deutlich besser aus. Und ja, die Startbrennweite ist auch verständlich, denn der Weitwinkel ist doch ziemlich weit erweitert, 20 mm. Da müssen Sie also Kompromisse eingehen, was den Randbereich und auch schon das erweiterte Zentrum angeht. Ansonsten ist die Linse aber alles in allem top. Ja, machen wir noch kurz ein Gesamtfazit. Also das Objektiv ist sehr smart, es ist sehr hochwertig verarbeitet, ist allerdings komplett aus Kunststoff gefertigt. Wir haben 2 Einstellringe und einen Umschalter, Autofokus auf manuellen Fokus. Streulichtblende ist im Lieferumfang dabei, natürlich auch Schutzdecke. Ja, es ist angenehm leicht, 350 Gramm. Und Standardzoom 20 bis 60 mm ist auch sehr attraktiv, wie ich finde. Die Lichtstärke geht noch in Ordnung. 3,5 ist schon durchaus ziemlich lichtstark und 5,6 ist eine normale Lichtstärke. Ja,
Die Startbrennweite im erweiterten Zentrum lässt sich schon deutlich nach. Das ist so der kleine Haken an diesem Objektiv. Und im Randbereich ist es dann auch nicht so toll. Aber ab mittlerer und in der Endbrennweite sieht es schon deutlich besser aus. Alles in allem 2660 Linien in der Bildhöhe ist sehr fair. Es ist eben die mittlere Preisklasse. 630 Euro müssen Sie dafür ausgeben oder im Kit hier mit der S5 Mark II, 350 Euro Aufpreis, finde ich sehr fair für ein Kleinbild-Vollformat-Objektiv. Alles in allem durchaus eine Empfehlung. Es ist auch frostgeschützt bis minus 10 Grad, bis plus 40 Grad und auch Staub- und Spritzwasser geschützt. Also alles im grünen Bereich, wie ich finde, bis auf die Startbrennweite. Ja, da hätte ich ein bisschen mehr Auflösung erwartet, aber es ist halt ein gewisser Kompromiss, den man in dieser Preisklasse durchaus eingehen kann. Aber es ist an sich sehr smart und sehr angenehm leicht und durchaus eine Empfehlung, wie ich finde. Machen Sie es gut, macht's gut und bis zum nächsten Mal.